Bereits beim Eintreten beeindruckt die prachtvolle, reich verzierte Eingangstür. Für ein Bauwerk von diesen Ausmaßen ist sie eigentlich recht klein geraten. Man betritt eine von vier Säulen getragene, dreischiffige, gewölbte Eingangshalle, in deren Mitte eine Treppe emporführt. Nach Durchgang der verglasten Holzzwischenwand mit drei Schwingtüren steht man in der eingewölbten Treppenhalle, auf deren rechten Seite die Haupttreppe durch das ganze Gebäude führt. Der Einbau der Pförtnerloge und heute heißgeliebte Paternosteraufzug engen das Erdgeschossfoyer ein. Der Oberbürgermeister, die drei Bürgermeister und die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes mit ihren engsten Mitarbeitern haben im Rathaus ihre Diensträume. Alles in allem dürften gut 100 Personen ständig im Rathaus tätig sein. Also nur ein Bruchteil der rund 6000 Stadtbediensteten. Dennoch herrscht im Rathaus reges Leben, denn hier schlägt das politische Herz der Stadt. Nicht nur die Ratssitzungen werden hier durchgeführt, auch zahlreiche Ratsausschüsse und die Arbeitskreise der im Rat vertretenen Parteien tagen hier. Die unterschiedlich großen Sitzungszimmer tragen die Stadtnamen der augenblicklich 7 Städtepartnerschaften und sind ständig für Besprechungen belegt. Nur sehr wenige Besucher des Rathauses werden, wenn sie nicht gerade an einer Führung teilnehmen, überhaupt in Erfahrung bringen, dass es außer der Haupttreppe noch 2 Wendeltreppen gibt. Man erreicht die Treppen von den Fluren durch Zu- und Ausgänge, die mit mächtigen Haussteinumrahmungen versehen sind. Sie verbinden alle Stockwerke des Rathauses vom Keller bis zum Dachgeschoss. Geht man über das Treppenhaus in den ersten Stock, zieht linker Hand gelegen sofort die Eingangstür zum großen Ratssaal die Aufmerksamkeit auf sich. Eine reich geschnitzte Eichentür in einem Portalrahmen wird von 2 fast lebensgroßen Landsknechten bewacht. Rechts und links vom Eingang befinden sich 2 bildhauerisch ausgeschmückte Ehrentafeln mit den Namen der im Ersten Weltkrieg gefallenen Angehörigen der Stadtverwaltung. Das Treppenhausfoyer hat im Duisburger Rathaus so viel Charme, dass es sehr gern für Empfänge der unterschiedlichsten Art genutzt wird.